Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Kreuzworträtselveranstaltung. Und mal schauen, was wir heute so haben. Es ist mal wieder ein wunderschönes Gefühl, euch dabei zu haben. Und ja, ich hoffe, wir lösen das ganz schön. Acetylsalicylsäure, oh wei. Das weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir noch irgendwann raus. Ich wette, es fängt mit A an. Aber ich weiß es noch nicht. Verpackungsgewicht ist natürlich mal wieder Tara, das wissen wir. Da haben wir noch kein Trara drum gemacht. Köder-Aas. Mal gucken. Terra. Ja, ist Erde, natürlich. Selbstsicherheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt das... ja, kann man vielleicht so nennen. Würde ich jetzt aber eigentlich nicht. Der griechische Buchstabe ist nicht Omega. Oho, aha. Dann könnte es noch Theta sein. Huch. Der Theta, der Übeltäter. Ja, es ist Übeltäter. Sportliche Beförderung. Weiß ich noch nicht, was die meinen. Aber ich weiß, die meinen hier Aero. Blutader. Vene und Aorta und das andere waren die... Das ist alles, glaube ich, zu kurz. Kleine Trommel. Nee, weiß ich auch noch nicht. Mutterschwein. Ist eine kleine Trommel. Nee, Konga ist das nicht, oder? Bund fürs Leben ist Ehe und dann dementsprechend klappt das sowieso nicht mehr. So, Daumen hoch geben ist natürlich liken. Und ich glaube, die hier, ja, ist die Iris. Dann ist das hier AS irgendwas. Spielkarte ist dann das Pik Ass. Ja. Und damit haben wir hier als Acetylsalicylsäure S zu stehen. Nein, ASS natürlich. Zuhörerraum. Haben wir gleich. Fabelname des Hasen ist Lampe, Meister Lampe. Die Aula ist das. Kenne ich noch so ein bisschen von der Schule. Da hatten wir sowas auch mal. PC-Arbeitsfläche ist vielleicht der Desktop. Ja, ja. Heißgetränk ist natürlich einfach nur Tee. Verbrauch. Weiß ich gerade noch nicht. Schweizerisches Kartoffelgericht. Och Mann, och Mann. Fleischschnitte wäre jetzt erstmal das Steak. Rhythmus ist der Takt. Und der Verbrauch ist der Konsum. Natürlich, das wissen wir doch. Tischtennis, keine Ahnung, TT. Ja, muss wohl. Brustknochen, was ist denn das nochmal? Was ist denn das nochmal? Halbton unter E ist erstmal S. Über diesen Halbton wurde sogar ein Buch von Stephen King geschrieben. Und das wurde dann verfilmt. Da geht es nur um Musik. Nur um Musik. Wenn ihr den Film mal sehen wollt, ist ein wunderschöner Musik- und Tanzfilm. Ja, ja, natürlich. So, Fahrwasserkundiger. Ja. Captain? Nee. Männlicher Vorname. Könnte alles momentan sein. Schafskäse ist Feta. Dann könnte das hier Toni sein, muss es aber nicht. Zeichengerät ist eigentlich eher der Pinsel, aber der passt da nicht. Eine Präposition. Ach Mann. Machen wir erstmal das All hier. Tilo ist das dann. So. Nee, ist es nicht Thiel. Thiel, was? Moment, Thiel stimmt, aber Till, dann ist das Till. Ja, ja. So, Airport-Taxi ist natürlich das Schuttle. Das haben wir. Rettung ist wahrscheinlich dann Hilfe, ja, ja. Zeichengerät. Was gibt's noch? Was gibt's da noch so? Vorhaben ist erstmal... Ja, gute Frage.
Ist eine gute Frage. Schweizerisches Kartoffelgericht ist eindeutig Köfte. Passt da zumindest rein. Jetzt ist es aber irgendwie das doch nicht mehr. Rösti meinen die dann. Genau. Und der Brustknochen ist die Rippe. Vorhaben ist der Plan. Jetzt haben wir es auch. Was haben wir hier? Dreikampf ist natürlich hier ganz tolles Wort auf einmal. Triell. Ja, ja. Ah, das Zeichengerät ist das Lineal. Was haben wir hier noch? Lotse? Ja. Als? Nee, aus? Aus ist es. So, was haben wir denn noch so? Ah, natürlich, doch, ja. Das letzte Wort, was mir erst nicht eingefallen ist, die Arterie. Vene, Arterie, Aorta. Das sind die ganz wichtigen Worte zu Blutadern. Rauffutter ist dann wohl Heu. Köderaas. Genau, das ist das. So, sportliche Beförderung ist dann wohl der Aufstieg. Ja, ja, ja. Das Mutterschwein, warum habe ich das denn noch nicht eingetragen? So, die Snare war die kleine Trommel, genau. Die Isar ist dieser Fluss und dann haben wir es auch schon wieder mal. Boah, bin ja ganz außer mir vor Erschütterung. Hilfe, ging ja doch schnell genug. So, Laubbaum könnte wieder die Espe sein, wie immer. Aber geht nicht, das könnte auch die Erle sein. Gut, gut. Sagen wir mal nichts weiter dazu. Dann haben wir... Ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt... Nee, Moment, okay, ich glaube, ich habe, also es wäre lustig gewesen, wenn das Lösungswort jetzt Rarität gewesen wäre und ich hätte es anhand von zwei Buchstaben erkannt. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Tierfell ist natürlich... Das ist ja wirklich ein komisches Wort. Jetzt muss ich mal... Wohnbau. Gute Frage. Spanisches Reichsgericht weiß ich auf jeden Fall. Habe ich selber schon mal gegessen und ich finde das schade, dass da Meeresfrüchte drin sind. Sonst würde das so super schmecken und ich habe eigentlich eher was gegen Meeresfrüchte. Aber ich finde dieses spanische Reisgericht sonst super. So, wo waren wir? Ach so, ich brauche noch das hier. Präposition. Ich habe keine Ahnung, was die da für ein Wort wollen. Ich glaube, ich habe mal irgendwo was nachher. Was ist die Nummer 4? Gibt es noch was anderes? Mauerbewurf. Was haben wir hier noch so? Lochstecher? 0, was 10. griechischer Buchstabe. Das ist ja auch schön. Also, warte mal. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Genau. Ich weiß es. Da würde das spanische Reichsgericht ja auch dazu passen. Mauerbewurf ist dann PP, irgendwas mit P. Ach genau. Ja, dann ist das wirklich ein... Was ist denn das für ein Wort? Also ganz ehrlich, ich gehe mal die Buchstaben durch, die ich habe. R. Wahrscheinlich. Ja, muss ja. R, dann A. Ach so, jetzt weiß ich, was die 5 sein soll. Ah. Okay. Die meinen auf. Wahrscheinlich. Das Lösungswort ist nämlich ratzfatz.
Ja, aber ratzfatz hatte ich es leider nicht fertig. Ich bin mal gespannt, was ist denn das? Ach so, das Gestade ist das Ufer. Ja, das macht alles natürlich Sinn. So, dann fangen wir mal an mit der ganzen Sache. Also hier ist eine Erle, meine ich. Ja. Dann haben wir hier nämlich den Zar als Kaiser. Strahlenhülle. Werden wir noch sehen? Könnte Aura sein. Schwitzbad ist nämlich die Sauna. Dann machen wir die Seite doch gerne mal schon. So, und zack. Dann haben wir das nämlich schon mal. Ufer ist auch klar. Spielkarten. Asse. Natürlich. Schirzeug. Lateinisch durch. Machen wir erstmal hier den Umsatz rein. Hier drüben. Bestens. Oh Gott. Mineral ist erstmal Erz. Das kriegen wir noch da eingetragen. Per ist lateinisch für durch. Tremse? Nee, Trense? Nee, doch, Trense. Mensch. Okay, Edelgas ist hier Neon. So, jedenfalls sind wir da oben schon mal so gut fertig. Dann wollen wir doch mal mit der. Ach hier, wir haben die Nummer 8 auch schon und wir haben die Nummer 5 schon eingetragen, weil wir so weit dort gekommen sind. So, Geröll ist natürlich mal wieder Steine. So, Eingebung ist eine Idee. Windabgewandte Seite ist Lee. Das hatten wir auch schon mal. Monogamie. Noch nie von gehört. Noch nie von gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Nein, Quatsch. Harm ist auch Leid. Okay, gucken wir mal, was ein Bruchstück ist. Ein Teil. Politische Vereinigung ist natürlich die Partei. Die Partei ist eine sehr gute Partei, habe ich mal gehört. Meinen die Ein-Ehe? Ja, tatsächlich. Komisches Wort, aber gehe ich mit. Verstehe ich, was es bedeutet? Würde ich nur nie benutzen. Außer wenn ich natürlich einen Satz sagen würde wie, ich gehe lieber ein, ehe ich gewässert werde. Was? Keine Ahnung. Später haben wir hier noch, aber so weit waren wir ja gar noch nicht. Hier haben wir nämlich noch Pelz und den Putz. Süpi, dann sind das wahrscheinlich die Letten. Ja. Spanisches Reisgericht, wie gesagt, kann ich empfehlen, wenn es keine Meeresfrüchte drin hat. Außer ihr mögt Meeresfrüchte, dann kann ich es vollends empfehlen. Fechtmaterial. Das war doch dieses eine Ding da. Lochstecher. Machen wir erstmal Kappa hier. Ja, genau. Lochstecher. Sagt mir gerade nichts mehr. So. Das Fechtmaterial. Natürlich, die bekämpfen sich mit Darts. Mit Dartpfeilen. Nee. Dort ist da. Was ist denn eine afrikanische Stadt? Guinea. Guinea. So, was haben wir hier? Paste. Machen wir das erstmal noch weiter. Außerdem können wir ja mal ratzfatz das Radfratz. Nein, ratzfatz das Ratzfatz fertig machen. So. Und zwar machen wir erstmal später draus. Das, was wir ja schon wollten die ganze Zeit. Paarige innere Organe. Natürlich, wir haben alle zwei Herzen. Nein, wir haben zwei Herzkammern, aber keine zwei Herzen. Alpenweiden. Dicht dabei ist nah erstmal. Depot. Depot. Gewissensbiss. Wie heißt denn das Ganze nochmal? Ach, da kenne ich mich ja auch nicht so aus. Anfängerin. Nee, warte mal. Erbanlagen sind erstmal die Gene. Das machen wir erstmal. Und die Anfängerin ist die neue. Ja. Machen wir das doch mal.
Reue könnte der Gewissensbiss sein, ja, reimt sich auf neue übrigens. Und die paarige inneren Organe könnten die Nieren sein, genau. Pächter ist auch der nicht ganz tatsächlich, wobei ich glaube, jeder Pächter ist auch ein Mieter, aber nicht jeder Mieter ist auch ein Pächter. Muss man ganz vorsichtig sein. Pacht und Miete ist nochmal ein kleines bisschen unterschiedlich definiert. Nur falls ihr das mal wissen wollt. Das Depot ist natürlich das Lager und damit haben wir auch den Hai und Almen, die Almen, rausbekommen. Schön, schön. Wohnbau. Ja, Haus wird die wird doch nicht gemeint sein, aber andererseits doch. Bast. Was? Echt? Okay, das ist ja nice. Das war eigentlich fast schon mehr geraten als gewusst, aber vielleicht war es auch irgendwo im Hinterbewusstsein, Unterbewusstsein versteckt. Könnte vielleicht sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall, wir haben wieder alles gefunden. Sehr schön. Ja, zum Pächter und Mieter würde ich gerne mal sagen. Also ein Mieter ist jemand, der einfach bloß Geld dafür zahlt, dass er etwas benutzen darf. Soweit, okay. So, ein Pächter jedoch hat auch noch nach Definition die Möglichkeit, aus dem, was er mietet, sozusagen Gewinn zu ziehen. Also, was weiß ich, üblicherweise pachtet man ja einen Garten oder man pachtet eine Bar, eine Kneipe, was auch immer. Damit man die Früchte, die darin erwachsen, im Garten halt die richtigen Früchte und in der Bar die Erträge, dass man die dann auch behalten darf. Das ist der Unterschied zwischen Pacht und Miete. So, nur um das mal geklärt zu haben. So, ja, damit sind wir eigentlich schon wieder durch. Und es war mal wieder eine recht kurze Runde. Ja, dann ist es doch mal wieder vorbei. Es war wieder einmal schön mit euch. Es war so wunderschön. Das Ratzfatz, das ist, finde ich, schade, dass ich da so lange gebraucht habe für. Aber ja, an sich ging ja alles trotzdem ratzfatz. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Rest vom Tag und verabschiede mich in den für mich Abend und euch wohin auch immer ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.